Fußball ist einfach in der Hinsicht bei ganz vielen Leuten einfach nur noch. Bei den alten Leuten ist es Politik, weil die wählen irgendeinen Spieler, um selber davon zu profitieren, um selber sich irgendwie einen Namen zu machen oder was weiß ich nicht, oder halt irgendwelche Klinken zu putzen. Und bei den jungen Leuten ist einfach ganz viel Social Media Hype. Ist einfach so. Hätten Lewandowski das PR-Team von Lionel Messi gehabt dieses Jahr, wäre Lewandowski Ballon d'Or-Sieger geworden. Change my mind, ist aber so. Und ich bleib dabei, wenn Thomas Müller Engländer oder Brasilianer oder sonst irgendwas ist und nicht so einen kackdeutschen Namen hat, dann spricht jeder dieses Jahr darüber, dass ein Thomas Müller ins Totti muss und es gar keine Diskussion darüber gibt. Ist einfach so. Ja, weil Müller zu viel Allmann ist. Ajo, und weil du von dem keine TikTok-Compilation 40 Sekunden hochladen kannst, mit irgendeiner Drecksmusik drunter, mit irgendwelchen Gammeleffekten, wo der ein paar Skills macht, macht er halt nicht. Und der hat halt in FIFA kein Pace und keine Skills. Und dann sagt er halt, der 10-jährige Franziskus, dass der scheiße ist. Der Klamottenstil ist auch nicht cool. Ja, hat halt keine coolen Sneaker. Boah, da hat gerade einer reingeschrieben, ich habe den Kommentar nicht ganz gelesen. Auch mal eine Frage an den Chat, wie ihr das seht. Aber wartet erst, bevor ihr minus 1 oder plus rein reinschreibt. Da sagt einer, klar, die La Liga ist leicht besser als die Bundesliga, aber ich finde, in der La Liga ist es viel schwieriger zu scoren als in der Bundesliga. Sehe ich gar nicht. Weil in der La Liga wird doch viel spielerisch, also wird doch viel mehr mit spielerischen Lösungen gearbeitet. Die Liga ist doch viel technischer. In der Bundesliga geht es zu 90% um Gegenpressing, starke Physis, gut Körperbetont. gegen den Ball zu arbeiten. Also ich würde sagen, es ist eher schwieriger in der Bundesliga zu scoren als in der La Liga. Finde ich. Ich würde sagen, ich finde es schwieriger in der Bundesliga zu scoren. Wobei, ob das jetzt schwieriger oder einfacher ist, ich glaube, das gleicht sich am Ende des Tages aus. Sicher ist in der Bundesliga schwerer zu scoren. Guck dir Alcacer an. Naja, gut, ja, gut. Klar, haben wir doch das Beispiel. Was war denn mit dem Paco in Dortmund? Der konnte immer nur 5 Minuten spielen, dann war Ende. Ich meine, der hat aber gut getroffen, ne? Das war geisteskrank, diese Saison, wo der immer nur so 60 Yeah! Minuten Einsätze hatte bei Dortmund, aber in den 60 Minuten war Yeah, der krass. immer getroffen. Ja. Ey, keine Ahnung, ist glaube ich Spielertyp abhängig. Ist immer so, in der heutigen Zeit wird auch alles verallgemeinert, so, weißt du? Naja. Ich meine, ich bin wahrscheinlich selber Teil des Problems, weil ich auch viel auf Statistiken achte. Aber bei ganz vielen ist es ja, die gucken halt wirklich nur Scorer und dann sagen die, ob ein Spieler gut ist oder nicht. Überleg dir das mal, wie viele Leute es im Altersbereich unter 16 gibt, die den sagst du, ja, Sergio Busquets ist einer der krassesten Sechser, die es jemals gab. Da sagen die, hä? Was hat denn der mit Barca in den letzten Jahren gewonnen? Der ist langsam in FIFA, der kann nichts. Hat ja gar keine Torvorlagen. Der hat ja gar keine Torbeteiligung. Das ist absolut wild. Müller würde nie im Leben in der Premier League 30 Vorlagen machen. Ich sag dir ehrlich, nimm mal nicht 30. Aber ich sag, in einem guten Jahr, bei einem guten Team, macht Müller auch seine 20 Vorlagen in der Premier League. Sag ich dir ehrlich. Ja, Weil Bro. vor allem gegen tiefstehende, Müller bewegt sich so gut in den Halbräumen gegen tiefstehende Mannschaften, ist der perfekte Spieler dafür. Was ist das für ein Argument? Ja, Messi schafft nicht mal 3 Tore in der Ligue 1 zu schießen. Absoluter Schrottspieler, Das oder war eine was? Falschaussage, es sind nicht mal zwei. Ja, also, hä? Messi auch, absoluter Kackspieler, ne? Also, da muss ich ja jetzt mal wirklich los, so. Also ist der Müller dann ein besserer Messi einfach, ne? Also, change my mind, ne? Aber Müller bei Manchester City stelle ich mir extremst geil vor. Weil das hat ja Guardiola, hat ja auch letztens in einem, oder letztens hat mal irgendwann in einem Interview gesagt, er würde richtig gerne nochmal mit Müller zusammenarbeiten, weil das einer seiner größten Fehleinschätzungen aller Zeiten war. Das hat Okay. er im Interview gesagt. Der kam an bei Bayern und er hat gesagt, er dachte damals, Müller muss sein Spiel verstehen, aber er hat im Nachhinein gesagt, Keine er hat im Torwartschule. Nachhinein gesagt, es war andersrum, er musste erstmal das Spiel von Müller verstehen. Und ich glaube, jetzt im System von Guardiola könnte Müller richtig worken, Alter. Immer diese Schnittstellen, Pässe rein. Boah, ich kann mir das gut vorstellen. Müller wird eh immer bei Bayern bleiben. Ja, das so wie. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das war jetzt auch ganz hypothetisch, auch
alles ausgeklammert, Sprache, Umfeld und so, sondern rein von, wie würde Müller in das Spielsystem passen? Premier League besser, Premier League ist enger beieinander, finde ich. Von den einzelnen die Dichte Teams. Von den Top-Vereinen ist einfach viel besser. Auch von den Möglichkeiten, und was Geld angeht. Und das Geld ist ja einfach ganz anders, ne? Überleg mal, du hast da halt als Aufsteiger ein Etat von über 100 Millionen, den du zur Verfügung bekommst. Alleine, dass es da auch keine 50-plus-1-Regel gibt, also gibt es ja nur in der Bundesliga, aber in der La Liga gibt es ja noch sowas wie ein Salary Cap. Mhm. Aber in der Premier League hast du da nochmal andere Möglichkeiten. Kannst du dich noch an das Gerücht erinnern, Müller zu Schalke? Nee. Nein? Nee. Das wurde doch diskutiert. Wo die so ein Loch im Kopf hatten. Genau wie Ballack damals zu Schalke. Wo Magath, glaub, war das Ballack? War das Ballack-Ding zu Magath-Zeiten, oder? Das war doch richtig heiß. Als er dann zurück zu Leverkusen gegangen ist, oder das was? Weiß ich gar nicht mehr, aber das war wo, auf jeden Fall, wo Magath da war. Da war das Ballack-Gerücht so extrem. Aber gut, das war auch die Zeit, da war ich noch zu jung, um mich so detailliert mit so Gerüchten auseinanderzusetzen. Ballack! Was ja damals heiß war, war Müller zu ManU. Weil Van Gaal hat den ja bei Bayern groß gemacht und dann ist Van Gaal Trainer bei ManU geworden und der wollte ihn unbedingt haben. Und Müller hat ja eine sehr enge Bindung zu Van Gaal, weil er den damals halt reingeworfen hat. Und hat aber Bayern gesagt, wir verkaufen dich nicht, Kollege. Elias habe ich schon immer geguckt, die Filme. Bekommt Müller eine Icon oder eine Hero-Karte? Okay. Ich beantworte dir die Fragen mit zwei Statistiken. Müller, Top-Torjäger bei der WM 2010, Müller, Weltmeister 2014 und zweitbester Torjäger, Champions League-Sieger 2013, zehnfacher deutscher Meister, Champions League-Sieger und Sechstupelsieger 2020. Ganz klar für mich eine ligeninterne Hero-Karte, weil der auf dem internationalen Parkett nichts gerissen hat. Ich würde sagen Hero. Flashback, würde ich sagen. Bin bei einer gesunden Flashback-Karte. Torjäger. Müller hat bei der WM 2010 die meisten Tore gemacht und 2014 ist er Zweiter geworden, weil ich glaube, James Rodriguez hatte entweder ein Tor mehr oder ich glaube mehr Assists und ist dadurch Top-Torjäger geworden. Irgendwie sowas. Müssten sowohl bei der WM 2010 als auch 2014 jeweils 5 Hütten gewesen sein, glaube ich. Wenn es einer nachgucken will, guck mal gerne nach. Nicht, dass ich hier Scheiße laber, aber ich glaube, es müsste richtig sein. Klose 2014. Ja, Klose hat 2014 den Rekord gebrochen, aber der ist bei der WM nicht der Top-Torjäger vom Turnier gewesen. Klose hat, glaube ich, bei dem Turnier 2 oder 3 Tore gemacht.